Sniper haben überhaupt keine Chance. Es ist ziemlich schwierig, alles zu sehen. Nochmal bitte. Was hast du gesagt? Sniper haben hier kaum eine Chance. Ja, ich finde allgemein, das Spiel ist für Sniper nicht so gut gemacht. Ja, aber wenn du so offene Gebiete hast, dann kannst du ganz gut killen. Du musst halt in einem Team spielen, aber hier ist zu viel los, es ist alles auf engem Raum. Ja, das ist halt öfter so. Ja. Deshalb bin ich der Meinung halt, mit Zero wäre ich irgendwann... Ja, aber der kann ja auch im Nahkampf ganz gut eigentlich. Ja. Du kannst ihn ja auf Nahkampf skillen. Rein bitte. Ja, das Rang 50. Unbehelligt. Oh, 50 Zweige gekillt. Könnte ein Weilchen dauern. Das ist erst die Hälfte. Wow, gerade überlebt mit 25 Lebenspunkten. Jetzt unter der Erde kannst du sie nicht zum Schreien bringen. Es gibt kein Barbecue, bis ich sage, es gibt Barbecue. Ich wollte es nur mal mitteilen. Okay. Hat meiner gerade abgelassen. Gestoßen. Ja. Fand ich interessant. Das ist cool. Schön. Ja, jetzt haben alle wieder volle Granaten. Nee, ich nicht. Echt nicht? Ich konnte gerade keine aufnehmen. Also keine teilen. Jetzt kann ich keine mehr aufnehmen. Vielleicht kann man wirklich nur für sich selbst aufnehmen, Granaten. Also, das kann sein. Moni wird geteilt und Granaten vielleicht nicht. Wissen wir, wo wir denn hin müssen? Ach ja, das ist die Schmiede, wa? Ja, da können wir den Bart schmieden. Um es zu lösen, müsst ihr gut nachdenken. Warte. Mit aller Kraft. Warte auf mich. Ich muss nachdenken. Das Ding hier sieht aus, als würde es dieses. Ich habe keinen Deckhelm auf. Ich hänge irgendwie. No Clip funktioniert nicht so jetzt. E? Kenn die Abkürzung. Wie wär's mit Schießen? Verdammt. No Clip. Gut, ihr habt sie gefunden. Und jetzt legt die Bartreste in ihren magischen Zwergenschlund. Wie lange hast du darauf hingearbeitet, endlich den Begriff magischen Zwergenschlund benutzen zu können? Paar Stunden. Und... Tada! Mann, sind wir cool. Teilweise auch blöd. Okay. Das sieht cool aus. Komm schon. Es ist so ein typischer Abenteuerfilm-Mechanismus gerade, wo du denkst, boah, ist das cool. Nee, genau. Ist das nicht cool. Und letztendlich öffnet sich damit nur ein Schalter, den du drückst und dann kommt's raus. Ja, aber so ultra umständlich, so typisch Indiana Jones. Aber so muss es doch sein, oder? Ja. Wie hört sich das? Ich hätte gern wieder mehr so Filme wie Oldschool Indiana Jones. Der letzte war aber noch nicht so toll. Es gibt da nur drei. Ich merke erst jetzt, es ist ein einfacher Rubik's Cube. Ne? Okay, also, die Hand musst du auf 3 und auf 4 legen, dann musst du 3 Rotationen nach links mit dem mittleren Kubus. Ja, genau. Dann. Okay, ich habe ihn gelöst. Ich bin der König des Kubus. Oh. Dong. Ja. Ja. Oh. Der ist episch. Was glaubst du? Legendär. Und jetzt kommst du mir und heftet die magische Gesichtsbehaarung an mein magisches Antlitz. Okay, jetzt können wir eine der anderen Missionen nehmen, weil wir bestimmt wieder zurücklaufen müssen später. Oder? Müssen wir nicht das Rätsel hier machen? Das haben wir gerade gemacht. Das war einfach nur alles aktivieren. Mann, nee. Ich hasse Rätsel. Nee. Ich will klopfen. Ja, das ist doch ein anderes Zwergenrätsel. Was müssen wir denn jetzt noch machen? Sollten wir das Rätsel den zerhauen. So lösen? Ja, so hätte man es lösen können, das sage ich ja. Ich habe ja gleich am Anfang gesagt, als André gesagt hat, es gibt eine Abkürzung, dachte ich mir so, naja, man könnte es ja auch einfach zerstören. Nochmal ein P. Auf Mittelhochzwergisch. Jetzt fehlt nur noch ein Buchstabe.
Hey, mittelhochzwergisch, das kenne ich doch. Wir haben ein U und zwei P. Hexenmagie, die durch meine Adern pulsiert, werdet ihr niemals bekommen. Wir können noch einen Buchstaben kriegen. Poop. Poop? Poop, poop. Poop. People order our patties. Okay. Poop. Wo geht's denn da hin? Naja. Ach, ratter, ratter, weg, ratter, weg, ratter. Geh weg, geh weg, geh weg. So. Die sind Gott sei Dank nicht so stark. Der ist schon stärker, weil er entfesselt. Genau. Ja. Man muss sie schnell killen, bevor die sich entfesseln. Dann oder man muss sie mit Fesseln entfesseln wieder neue Fesseln anlegen. Was du für Fesselspiele mit ihm machen willst, ist mir scheißegal. Okay. Münzen für Chef. Patronen, Patronen für Münzen. Ich hab volle Muni. Meine Patronen sind ich auch fast gehabt. So. Und lass die Kugeln fliegen. Lass die Kugeln fliegen. Außerdem liegt hier überall Muni rum, wenn man was haben will, könnte man sich's ja, einfach nehmen. Hier runter, wa? Er betretet das Reich von Grietus, dem Zwerg. Der Hexe hat ihn mit einer Gehirnwäsche zum Boss dieses Ortes gemacht. Ihr bemerkt auch eine voll krasse Zauberkugel. Vielleicht ist Grietus deshalb so fies. So. Das ist ein riesiger Krug in dieser Blase. Ja. Können wir daraus trinken? Ein Zauberbier. Jedes Bier ist der gerade einfach in die Lava gesprungen? Ja. Oh, wir müssen ihn von seinem Fluch erlösen. Ein Bosskampf, geile Sache. Wir sollen ihn von seinem Fluch erlösen. Was meint ihr, wie das gehen könnte? Habt ihr eine Ahnung? Einfach drauf schießen? Nee, das ist ja eine Nebenmission. Das muss schon was Komplexeres sein. Hat das vielleicht was mit dem, ja, mit dem Teil zu tun, ja. Mit Teil abgefahrener Zauberkugel. Das hat geklappt. War so einfach. Ja. Ich sag mal, das ist was Einfaches. Ja, aber Wildes nee, du hast gesagt, drauf schießen, sein. Aber ich wüsste nicht, was du meinst. Ich dachte auf ihn. Nee, es muss total komplex sein. Ja. Voll komplex, ey. Ist es doch. Voll du musst hinter ihn gucken und drauf schießen. Ey, das ist ein Doppelt. Ich hab doch gesagt, dass es mir leid tut. Warum ist nur eine Hälfte von ihm geslankt? Warst du schon mal in China? Akzeptiere ich auch, André. Oh oh. Oh, aua. Hey. Was ist denn hier? Der Zwerge, warum sagt mir jetzt keiner? Oh. Kein Schaden fahren auf dem Schild. Sah nicht gut aus. Aber ich habe ihn immerhin noch ordentlich Schaden machen können. Wieder down. Wie kommen wir denn jetzt an den Loot? Achso. Bestimmt eine halbe Million Schaden gemacht. Na, dreht wieder. Kiste, ich würfel. Vergiss es. Ich will auch würfeln. Hatte bis jetzt ganz gutes Würfelglück. 16. 16. Wow. Ist ja nicht so schlecht, aber halt. Nee. Oh, alles Schrott, weil wir goldene Schlüssel haben. Tycho. Hey. Eine Pistall. Moment, wir müssen noch den Buchstaben uns holen. Gut gemacht, ihr habt alle Buchstaben zusammen. Jetzt nichts wie ab zu Claptrap. Ja, was sollen war wir das etwa den Buchstaben? Ganzen Weg zurücklaufen? Oh Mann. Na schön, Mädchen, ist ja schon gut. Hier, ein ganz toll schimmerndes Portal für eure crazy lazy Popos. Wo ist Claptrap? Ich will den Bart abgeben. Sollen wir ein Passwort bilden? Ich will das sehen, wie der aussieht. Okay, auf zu Claptrap. Was war trotzdem durch das Portal? Ist ja da in der Nähe. Wir sind ja schon da durchgegangen. Ach so. Da war nur André noch nicht. Jo. Na, ich warte hier. Tu dies. Du magst Claptrap ja eh nicht. Ich will Epic Claptrap Bart sehen. Verständlich. Der rastet doch bestimmt voll aus, der Typ. Er wird super cool. Und wir müssen auf ihn hören. Und dann müssen wir ganz viele Missionen für ihn erledigen. Willst du das? Ja. Nein. Ich töte ihn einfach danach.
Aber er wird doch super cool, dann kannst du ihn auch nicht mehr killen. Warum greifst du die an? Die sind doch total friedlich. Ich gebe ihm seinen Zauberbart. Komm schon. Okay. Ich wusste es. Warum hast du sie angegriffen? Jetzt musst du mich heilen. Oh oh. Tschüss. Ich lebe noch. Ja, ich kann von hier aber nicht killen, oder? Moment, ich hab hier noch Raketenwerfer. Also, ja, hat geklappt. Ich hau ab. Es war sehr dumm, die anzugreifen, wenn wir nur zu zweit sind. Wollt ihr das abgeben, oder was? Nee, hier sind alles voller Golems. Ich bin schon draufgegangen, falls du es nicht gemerkt hast. Ja. Kanonenrotter, ich komm vorbei. So. Wenn wir noch einen Stab haben. Au. Ja, ja, ja. Ich komme jetzt in der Zeit da durch. Keine Angst. Tschüss. Oh, er hat mich verlangsamt, obwohl ich wegrennen darf. So. Was war jetzt das Quest? Was sollen wir da machen? Achso, wir sollen seinen Stab noch aufnehmen. Na toll. Muss ich nochmal zurückgehen. Hab ich schon. Du hast es gut. Oh, Genius. Oh, da ist schon einer. Nee, das ist kein magischer Golem, der zählt nicht. Ich hab Mission. Missionsbeschränkung, explosive Waffen ausrüsten, falls es bei euch nicht steht. Jo, ja, jetzt steht's auch bei mir da. Ich habe keine Munition mehr. Ich gehe jetzt erstmal zurück. Hui. Das war sehr knapp. Wie heißt die andere Mission, die wir jetzt machen? Immer noch das, oder? Nö. Nee. Wir haben immer noch eine Mission, die wir abschließen können. Und was ist die? Wo ist denn die, wo wir jetzt gerade sind? Oh, seid ihr da? Kann ich Routen platzieren? Nee, noch nicht. Ich muss erstmal die richtige Mission auswählen. Quest auswählen, damit ich weiß, worum es überhaupt geht. Verbündeter. Okay, jetzt bin ich da. Sie zahlen, schmecke die Gewalt. Jeder stellt sich an ein? Ja, ja, ne, ich fang an. Ich hab schon längst gedrückt. Das Passwort. Ups. Oh. Nope. War das nicht das richtige Passwort? Oh Gott. Jetzt hab ich die Lösung. Dann sag sie laut! Pups. Na gut. Es ist. Pups. Leute, Leute! Hat hier jemand Pups gesagt? A Game of Games? Nicht weitergehen, wir haben noch ganz viele Missionen zu erledigen. Oh, Dennis? Ja, das können wir nächstes Mal machen. Ja. Na dann, das war Let's Play Together, Borderlands 2, Tiny Tina's Assault on Dragon's Keep oder so ein Scheiß. Ich bin Classified P, die drei kennt ihr, glaube ich, noch. Swag! Nee. Und wir sehen uns bei den nächsten Parts. Tschüss! Ciao! Bye-bye! YOLO!